Willkommen zurück zu Banner Saga. Wir sind hier bei den Wahl zugestoßen und machen erstmal eine kleine Pause. Und schauen mal kurz. Ich glaube, die Beförderung. Ich glaube, es gab keine, ne? Ne, das hat man, glaube ich, auch schon erledigt. Mal an. Ekel haben wir jetzt auch hier. Grolljäger, was ist das denn? Ekel springt weit in die Höhe, bevor er seine Axt auf den Feind niedersausen lässt. Dabei werden alle benachbarten Einheiten zurückgestoßen. Ah, okay. Zurückgestoßen, Freund und Feind. Offene Einheiten erleiden den normalen Stärkeschaden plus einen Stärkeschaden für jedes Feld, um das sie zurückgestoßen werden. Aha. Das ist eine coole Animation. Das klingt eigentlich ganz cool. Bin immer noch nicht so ganz sicher, dass der Typ uns nicht verraten wird, aber naja. Der Kriegskommandant setzt seine Schlachterfahrung ein, um Verbündete zu befehligen und ihnen die nächste Initiative zu verschaffen. Ah. Durch Neusortierung der Aktionsreihenfolge seiner Verbündeten kann der Kriegsführer neue Strategien entwickeln, beispielsweise Guerillataktiken für Schützen, kurzzeitiges Einsetzen von Fähigkeiten oder Platzieren mächtiger Verbündeter in den hinteren Reihen der Gegner. Okay. Das klingt eigentlich ganz spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Drescher, ganz überzeugt haben die mich nicht. Alette ist bis jetzt nicht wirklich zum Zuge gekommen. Die ist eher vorher umgefallen. Beziehungsweise, ich konnte halt deren Fähigkeiten nicht wirklich nutzen. Also Ekil ist etwas. Einer, den ich auf jeden Fall nutzen will. Das muss ich auf jeden Fall probieren. Oddlife ist echt gut. Wenn ich ihre Fähigkeit nutzen kann. Wie viel hat er denn an Lebenspunkten und so? Also das klingt schon ziemlich gut. Muss ich sagen. Würde ich lieber da einsetzen. Wie gesagt, Hogun und Mogun, das sind so. Noch irgendwas? Stufe 5, ja. Konnte ich noch nicht benutzen. Dann, Kummer will mit uns reden. Kummer, was hast du ein. Hast du einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht, aber ich nehme mir einen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir für deine Gastfreundschaft zu danken. Jetzt hattest du sie? Jetzt schafft das dir eine Wahl folgen. Wer ist Ingvar? Das ist bestimmt unglaubliche Geschichten zu erzählen. Ja, wer ist Ingvar? Ha! Überrascht mich nicht, dass es der dir es dir nicht nie gesagt hat. Ups. Erst lesen, dann lesen. Was? Erst lesen, dann lesen? Erst lesen, dann reden, würde ich sagen. Eigentlich ist es nur überraschend, dass er es überhaupt in der Gegenwart anderer aushält. Dein Freund war vor langer Zeit einer von uns. Ich meine, ein Wüterschläger. Damals wurde er Ingvar genannt. Und wenn du wissen willst, warum er seinen Namen geändert hat, fragst du ihn besser selbst. Ich bin zu alt für Klatsch und Tratsch. Okay. Respekt, junger Mann. Nach dem Zweiten Großen Krieg gab es nicht viel für mich zu tun. Ich begann, andere Wahl im Kampf zu unterweisen. Das war ich irgendwann leid und ließ mich im Würmsee nieder. Aber sie kommen immer noch, auch ohne Krieg. Das könnte sich aber jetzt ändern, nicht wahr? Dann machen wir erstmal die Empfehlung. Kommt drauf an, was du schon weißt. Wir bestehen nur aus Rüstung. Wenn man sie hart genug erwischt, zerbricht die Rüstung allerdings. Bring Schlacken in eine Reihe, dann explodiert die eine nach der anderen. Wenn du in eine große Schlacht gerätst, verbringst du die Hälfte der Zeit damit, sie in die richtige Position zu kriegen. Und wenn du siehst, wie einer seine Axt wie eine Stimmgabel verwendet, dann töte ihn rasch. Manchmal kommen die Schlacken gar nicht dir gerufen. Ach nee, manchmal kommen die gar nicht dir gerufen. Oder? Mag sein, mag sein. Vielleicht bin ich aber auch der langweiligste Wahl, den du je getroffen hast. Das hängt davon ab, wie spannend du Kämpfe gegen Wüter findest. Frag mich von Anlass. Dann kann ich dir erzählen, wie wir einen toten Jox mit Walzähnen gefüllt haben. Und warum?
Ich dachte, jetzt könnten wir uns noch mit unserem Freund unterhalten. Dem ist aber nicht so. Was? Diese dunkle Steinglocke hat so einen tiefen Klang, dass man sie kaum hören kann. Plus 3 Rüstung in Ruhe. Plus 2 zieht Angriffe an. Plus 1 Stärke. Ich meine, das klingt super. Aber ich habe halt überhaupt nichts mehr, was ansehen. Und Jahlziegel. Aha. Ja gut, das bringt mir leider nichts. Vielleicht finde ich ja mal Gegenstände. Wir brauchen einen Tag Ruhe, weil unsere Moral so mies ist. Und das hat nichts gebracht. Unsere Vorräte gehen zur Neige, das ist nicht so gut. Wir sind hier. Da ist Grofheim, also weit ist es eigentlich nicht mehr. Wir müssen aber hier durch Würmschuppgebirge. Die längste Bergkette des Landes, so wurde beobachtet. Die längste Bergkette des Landes, so wurde beobachtet, ähnelt dem Rückgrat und dem Schuppen eines unglaublich großen Lindwurms. Diese Ideen stammen natürlich erst, als die ersten Karten gezeichnet waren. Zuvor hatte das Gebirge einfach ferne Berge geheißen. Schön. Ja, Lindwurm? Das sieht alles wie ein Wurm, ja. Ist die Frage. Machen wir noch einen Tag Pause. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen Tag Pause. Gut. Ist die Stimmung zumindest auf schwach. Und jetzt geht's weiter. Grofheim ist noch ein paar Tagesreisen entfernt, stellt Krumme fest. Aber der Weg durch die Einöde war schlimmer, schätze ich. Wenn ihr irgendwo sicher vor den Mietern seid, dann dort. Ihr stellt euch für einen weiteren langen Marsch. Halbwürmsee schließt sich euch an. Oh. Los. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen mehr Vorräte, wenn ich ehrlich bin. Jemand bedient sich aus den Vorräten, erzählte eine besorgte Frau. Ich habe gestern selbst nachgesehen, es ist sicher. Wenn das so weitergeht, hungern wir bald alle. Ja, machen wir extra Wachen. Um weiteren Diebstahl zu verhindern, platzierst du diskret einige vertrauenswürdige Wachen bei den Vorräten. Gelegentlich hörst du, dass die zusätzliche Arbeit erwähnt wird, aber niemand scheint ein echtes Problem daraus zu machen. Bei den Vorräten selber hat das jetzt keinen Unterschied gemacht. Da vorne, ruft einer der Kundschafter, ist eine riesige Halle. Sie steht leer. Ihr nähert euch dem Gebäude, erkennt die Markierungen aber nicht. Die Wände kommen euch bestenfalls baufällig vor. Endlich eine Nacht unter einem Dach, hörst du. Mehrere Familien beginnen abzuladen. Manche schlafen wir komfortabel, alle zurück. Halten, bis die Sicherheit geprüft ist. Die Halle steht nicht ohne Grund leer. Gehen wir weiter. Sicherheit und danach Hinweise suchen. Erstmal Sicherheit geprüft. Mehrere Freiwillige suchen das Gebäude mit gezogenen Waffen. Gerade als sie signalisieren, dass die Luft rein ist, gibt ein Stützfeuer nach, gegen die sich ein Wal gelehnt hat. Ein Drittel der Halle stürzt ein. Zum Glück wird niemand verletzt. Dennoch verlasst ihr die Ruine. Gut. Das hätte übel enden können. Du hast Alette heute kaum gesehen. Als du sie findest, kehrt sie aus einiger Entfernung allein zum Lager zurück und sie sieht recht niedergeschlagen aus. Sie blickt zu Boden, als du dich näherst. Sie fragen, was los ist, dich still zu ihr setzen, ihr etwas Raum lassen. Ich finde, die Dinge ändern sich so schnell, vertraut sie dir schließlich an. Das ist es nicht nur.
Alles geht so schief. Ich habe viel mit Ekel gesprochen. Dies erregt deine Aufmerksamkeit. Halt dich fern von ihm, er ist gefährlich. Was hat er dir gesagt? Ekel, Direktor. Er hat mir erzählt, wie er mit Onef verwandt ist. Ekel hat eine Schwester, die Onef geheiratet hat. Doch sie ist schon lange tot. Seitdem waren sie verbunden, doch dann ging Onef ohne ihn fort. Er hat ihn einfach wortlos zurückgelassen. Deswegen ist er uns nachgekommen. Ich trage nicht, aber sie sagt, wir können ihm X Geschichte überprüfen. Aber erstmal überprüfen. Schließlich findest du Onef im Lager und berichtest die Geschichte. Das hat Ekel dir gesagt? Fragt Onef, dann seufzt er. Das mit seiner Schwester stimmt. Sie ist im Fieber gestorben. Als wir gerade erst verheiratet waren, überrascht mich, dass er sich so geöffnet hat. Also habe ich ihn in Frostfäller gelassen, fährt er fort. An manchen Tagen ging es ihm gut, an anderen wollte er seine eigenen Leute umbringen. Manchmal tat er das sogar. Ich würde die gleiche Entscheidung morgen wieder treffen. Du gehst direkt dorthin, wo Ekel zu bleiben gezwungen ist, weit weg vom Rest der Karawane. Er dreht sich um, als du herankommst. Was habe ich dir gesagt, Ekel, dass du nicht mal schief gucken sollst? Wer guckt denn hier schief? Dein Mädchen ist doch zu mir gekommen. Nett von ihr, fand ich. Immerhin ist sie hier die Einzige, die sich nicht um die anderen schert. Was zum Abgrund soll das denn heißen? Zieh dich doch an. Du rennst durch die Gegend, rettest anderen die Haut, triffst Entscheidungen. Gut für dich. Aber was ist das für ein Leben? Ein elendes. Machst du es lebenswert? Ich sehe, wie Alette den Frauen hilft, Essen kocht, sich um die Alten kümmert und mit den Kindern spielt. Sie redet auch mit den Außenseitern. Wusstest du, dass sie nach jedem deiner Kämpfe die Verwundeten wieder zusammenflickt? Erinnerst du dich, wie ich sagte, du seist ein Anführer? Ja, sie folgen dir. Aber sie tun das wegen Alette. Ich verstehe, du glaubst, ich stelle dich als Vater in Frage? Nein. Ich sage nur, dass ich nicht von ihr erwarte, sich zu ändern. Die Leute hier brauchen eine von ihrer Sorte. Nicht zwei von deiner Sorte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gespräch jetzt nicht so war, wie ich das eigentlich wollte. Aber ich hatte auch nicht die Optionen, die ich mir jetzt vorgestellt hatte. Der Götterstein von Mare kommt in Sicht, in den ein großes Meerestier hineingemeißelt ist. Aus dem Schnee ragen gezackte Steine wie Haifischflossen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Nordfelling-Einöde einst ein riesiger See war, den der Götterstein überragte. Ein Segen, ruft ein Mann aus eurer Karawane und hält etwas hoch, was wie eine Silbermünze aussieht. Das ist eine Fischschuppe, erklärt er und zeigt auf das Regenbogenmuster, das im Sonnenlicht funkelt. Bald hat ein aufmerksames Kind eine weitere Schuppe im Schnee entdeckt. Dann wird eine dritte gesichtet. Vielleicht bringen sie uns Glück, Förster. Nicht lange und die Karawane ist ganz besessen davon, weitere Schuppen zu finden. Der Karawane Zeit lassen, die Leute nach angemessener Zeit unterbrechen, jetzt aufbrechen, bevor dies aus der Kontrolle geht. Ja, müssen die Leute mal ein bisschen bei Laune halten, ne? Also ein bisschen Zeit geben. Am Ende des zweiten Tages ist die Jagd auf Fischschuppen ungebrochen. Nur auch du hast allmählich das Gefühl, dass du dringend eine davon brauchst. Du schüttelst es ab und weißt nicht recht, ob du nicht eingreifen solltest. Naja, wir sollten langsam mal weiter. Du fragst dich, ob er etwas Unnatürliches von den Leuten Besitz ergriffen hat. Deinem Signal zum Aufbruch wird offen aggressiv begegnet. Alva hilft dir, die Karawane wieder in Bewegung zu bringen. Du fragst dich, wie lange die Leute noch gesucht hätten, wenn du sie gelassen hättest. Das frage ich mich tatsächlich. Ärgerlich. Vor allem ist die Stimmung jetzt gesunken. Ich hatte ja eigentlich gehofft, die steigt.
Oddleif ruft dich grinsend zu sich. Da steht eine Reihe Frauen verschiedenen Alters mit Bögen vor einer Baumreihe in einiger Entfernung. Sie schießen und sind bemerkenswert zielsicher. Ich glaube, die können ein paar Hüter spicken. Eine Frau hat noch nicht geschossen. Sie steht vollkommen still. Die anderen sehen zu, als sich gerade der Wind dreht, lässt sie los und ihr Pfeil trifft keinen der Bäume, sondern einen Schneehasen. Aber dessen, sagt sie lächelnd. Da nähert sich eine Gruppe von Männern aus der Karawane. Hört mal, sagt einer, ihr könnt üben, so viel ihr wollt, aber gegen Wüter kämpft meine Frau nicht. Die anderen pflichten im Chor bei. Wir wollen kein Schlachtfeld voller toter Frauen und Töchter. Oddleif ermöglicht noch mehr Schützinnen auszubilden, die für Frauen als Kämpferin stark machen. Ich bin nicht überzeugt, Oddleif. Ich meine, der Witz daran ist, wenn die Männer weg sind und die Frauen nicht kämpfen können, werden sie auch abgeschlachtet. Das ist so eine Logik, die ich echt nicht verstehen kann. Also, was machen wir? Kämpferinnen stark machen oder noch mehr Schützinnen auszubilden? Ich verstehe nicht so ganz den Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Ermutigen würde ja bedeuten, wir stellen uns nicht dagegen, richtig? Und das würde bedeuten, wir sprechen uns offen dafür aus. Also machen wir das. Die Männer streiten noch eine Weile, geben dann aber nach. Danke, meinte Oddleif, um ehrlich zu sein, das war schwieriger, als ich gedacht hatte. Aber je mehr Leute sich ihrer Haut erwehren können, desto besser, sag ich doch. Die Frauen kehren nicht nur als Clanmitglieder, sondern als Kämpferinnen zum Lager zurück. Aha. Unterwegs hört ihr das Lied einer Mutter. Sie singt beruhigend und unterhaltsam über eure Reise. Als sie geendet hat, hebt ein Mann zu einem Gedicht an. Die Frau antwortet mit einem anderen Gedicht. Und bald hört die ganze Karawane ihrem Wettbewerb zu. Zu den Zuhörern gesellen und die Kontrahenten anfeuern. Wir müssen wachsam bleiben, den Gedicht der Wettbewerb ignorieren und auf Gefahren achten. Am eigenen Gedicht beteiligen. Das ist die Frage, kann er das? Oder anfeuern. Naja, man muss sich ja nicht mal im Vordergrund drehen. Also komm, anfeuern. Die Antwort des Mannes ist ein lustiges Gedicht, das die Kochkünste der Frau in Frage stellt. Gelächter brandet in der Karawane auf und die beiden kreuzen eine Stunde lang freundlich die verbalen Klingen. Du hörst noch den ganzen Tag Zitate der Gedichte in der Karawane, wobei der Wortlaut sich ständig ändert. Tja, stille Post und so. Oh, ich hatte gedacht, die Stimmung hebt sich. Schade. Ihr hört ein Pfeifen im Wind und seht weit voraus eine lange Reihe von Wale, die auf euch zukommen. Hinter ihnen wogt ein Schwarm Wüter und eine Spur aus Leichen führt in die Ferne. Unter da, bellt Krummer. Ja, und jetzt? Wir laufen weiter? Lasst nicht zu, dass sie sich verteilen, ruft der Anführer der Wale. Als ihr euch dem Schlachtfeld nähert, bald bereust du fast, dass du ihm mit ihnen kämpfst, da die Anzahl der Gegner einfach überwältigend scheint. Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern mit gezogenen Waffen. Ein Kampf scheint unausweichlich. Rasch überschlägst du, wie viele es sind. Offenbar nicht weniger als 179. Du verfügst über 179 Kämpfer und 62 Wahl. Schon mal aufgefallen, dass die Zahlen sich meistens sehr ähnlich sind. Die beiden Streitkräfte sind sich etwa ebenbürtig. Eine Sieggarantie gibt es hier nicht. Sieggarantie. Angriff oder formieren? In dem Fall würde ich sagen formieren. Was genau heißt Überblick? Das ist etwas, das weiß ich nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Überblick würde bedeuten, man beobachtet es. Ah nein. Wir formieren uns. Du vergleichst Stärken und Schwächen. Berücksichtigst das Gelände, die Moral und das Erscheinungsbild des Gegners. Wenn du umsichtig bist, müsstest du deine Kräfte ausgeglichen halten können. Befehl erteilen. Du sammelst deine Kräfte und Verbündeten. Bereitest dich auf die Schlacht vor.
Als ist Fassholz schon dabei, den ich nicht befördern kann. Toll. Das ist der Provokateur. Ja, gut. Tatsächlich denke ich, dass ich die aber behalten will. Hoffe mal, das macht mehr Sinn. Wie gesagt, mit Ecke weiß ich noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Hoffe mal, das macht Sinn. Aber den Kampf selber, den machen wir in der nächsten Folge. Jetzt hatten wir zwar viel Gequatsche, aber ist ja nichts Neues. Bis zum nächsten Mal.